Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich heute Lamia Kador hier eingeladen habe. Wir haben ja in unserem Web-Talk in den letzten halben Jahr, die Linke in Corona-Zeiten, immer mal wieder ein paar heiße Eisen gehabt und heute auch wieder. Was tun gegen Islamismus, ist die Frage. Und ich will gern zugeben, dass mich die Frage auch vor allen Dingen deshalb interessiert hat, weil ich mich über einige Beiträge, die in letzter Zeit insbesondere nach dem Fall Paty in Paris mich sehr geärgert haben, auch aus der politischen Linken. Und gerade vor diesem Hintergrund habe ich auch Frau Kador hier eingeladen. Aber vielleicht erst mal ganz kurz zu Lamia Kador selbst. Sie ist Lehrerin, muslimische Religionspädagogin, Islamwissenschaftlerin und Publizistin. Und sie ist Gründungsvorsitzende des Liberalen Islamischen Bundes. Und dann kann ich noch mal ganz kurz sagen, sie ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und auch deren Direktkandidatin in meiner alten Studierendenstadt Duisburg. Das aber ist sofort wieder gestrichen, weil wir finden uns natürlich hier beim Bundesgeschäftsführer der Linken. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Werbung darf sein. Nun aber zurück zum Thema. Was tun gegen Islamismus? Steigen wir doch mal konkret ein. Der Vorwurf ist ja der, bei rechtsextremen Anschlägen, da sind sie sofort dabei, bei islamistisch motivierten Anschlägen schweigen linke Menschen aus Angst oder so. Trifft dieser Vorwurf zu, Frau Kador? Also erst einmal guten Abend auch von mir, Herr Schindler, und auch an alle Menschen, die uns dazuhören da draußen. Also ich würde sagen, nein, das trifft natürlich nicht wirklich zu. Und ich glaube tatsächlich, dass man sich ein Stück weit, also ich meine, das ist die eine Sache, ob man das so wahrnimmt, dass Linke, die politische Linke sich zu wenig dazu äußert, dass ist jedem unbelassen, wenn die eigene Wahrnehmung vielleicht so aussieht oder sich so anfühlt. Aber de facto stimmt es nicht. Denn vielleicht liegt es aber auch daran, dass man tatsächlich diese Entrüstung von Linken, wenn es islamistische Anschläge gibt, gar nicht so stark wahrnimmt in dem ganzen Echo von allen möglichen Empörungen, zu Recht übrigens, dass man dann vielleicht das Gefühl hat, da hauen Linke jetzt aber vielleicht gar nicht so stark drauf, wie das vielleicht Konservative oder andere Menschen tun. Aber de facto stimmt das nicht. Denn im Grunde genommen steht der Islamismus ja für all das, wofür das Linkssein ja nun mal überhaupt nicht steht. Ja? Links steht für Feminismus, die Gleichberechtigung der Geschlechter. Links steht für das freie Reden. Links steht für einen selbstbestimmten Lebensentwurf. Links steht für die Rechte von LGBTIQ, von Minderheiten und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man nicht gerade dem Islamismus nachsagen kann. Insofern liegt es natürlich schon in der Anlage, wenn man so will, von oder der politischen Linken, natürlich ein Problem, und zwar ein großes Problem, mit dem Islamismus zu haben. Insofern kann ich die Feststellung oder vielleicht auch den Vorwurf von Kevin Kühnert und auch Sascha Lobo ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Gar nicht. Wie ist es denn also eigentlich? Es ist ja schon so, das will ich gar nicht bestreiten, dass natürlich wir uns als Linke fragen, wenn es einen islamistischen Anschlag oder etwas Ähnliches gibt, wenn es bestimmte, auch von uns kritisierte Punkte gibt, wie kritisieren wir das am besten? Und zwar so, dass es möglichst nicht anknüpfungsfähig ist, aber auch so, dass es wiederum glaubwürdig ist. Stichwort doppelte Standards sollen auch nicht sein. Wie wäre aus Ihrer Sicht eigentlich eine sinnvolle Kritik? Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach, denn tatsächlich, glaube ich, tun sich auch viele Linke damit schwer, den Islamismus mit aller Wucht, wenn ich das mal so sagen darf, absolut zu verteufeln, was natürlich auch daran liegt, weil man sehr schnell die Grenze zur Islamfeindlichkeit leider damit übertritt. Ganz häufig passiert das. Also wenn ich mir zum Beispiel Kritik oder auch, also es ist ja nicht nur Kritik, also die Absage an den Islamismus, so möchte ich es jetzt mal formulieren, die konkrete Absage an den Islamismus mal anschaue seitens des konservativen Flügels, wenn ich das jetzt mal so beschreiben darf, dann wird die Grenze zur Islamfeindlichkeit leider häufig dabei überschritten, weil allzu schnell populistische Töne hervorklingen. Und das, glaube ich, versuchen viele Linke tunlichst zu vermeiden, weil sie eben bewusst differenzieren wollen. Und das ist natürlich in der Tat gar nicht so einfach. Zum einen ist das deshalb schwierig, weil in dem Begriff Islamismus dummerweise Islam steckt. Und für viele Islamismus und Islam scheinbar wohl das Gleiche sein müssen, was ich ehrlich gesagt im Jahr
oder anno 2020 nicht mehr nachvollziehen kann, wie man das immer noch glauben könnte, dass das Gleiche sein könnte. Aber es gibt solche Menschen, die vielleicht auch ihre eigene Ideologie damit stützen, dass Islam und Islamismus das Gleiche sein müssen. Also auch diese Kräfte haben wir durchaus im Diskurs. Ich glaube, der richtige Ton wäre, A, deutlich zu machen, was der Islamismus ist, nämlich eine politische Ideologie, die versucht, im Grunde genommen Macht zu erreichen, eine gewisse Form von Herrschaft zu erreichen, vielleicht sogar auch einen Staat oder Ähnliches zu installieren, der vermeintlich auf islamischen Werten fußt. Wenn man sich anguckt, wo das versucht wurde umzusetzen, zum Beispiel dem sogenannten IS, so wird ihnen nicht nur jeder Muslim, auch jeder Nicht-Muslim ist sich eigentlich ziemlich klar darüber, dass das eigentlich nicht dem islamischen Glaubensverständnis entsprechen kann. Dann würden ja alle Muslime so rumrennen, dass sie, versuchten, jedem Nicht-Muslim Übel anzutun. Das ist ja de facto Gott sei Dank nicht so. Insofern finde ich da einerseits klar zu machen, was ist eigentlich der Islamismus? Das ist keine religiöse Ideologie, es ist eine politische Ideologie mit einem gewissen Herrschaftsanspruch, die Mechanismen, junge Menschen zum Beispiel oder Ältere zu verführen, funktionieren genauso wie die gleichen Mechanismen wie Menschen nach rechts zu verführen. Also auch dessen muss man sich bewusst sein. Und klar muss dann aber auch sein, es ist eines zu sagen, wir müssen den Islamismus verteufeln, wir müssen ihn mit allen Mitteln bekämpfen. Ja, das müssen wir selbstverständlich und ich weiß sehr wohl, wovon ich rede, wenn ich das sage. Und gleichzeitig muss dann aber auch, finde ich, gefordert werden zu sagen, wir möchten aber im Gegenzug friedliches, gemäßigtes muslimisches Leben in Deutschland dafür aber sichtbarer machen. Bewusst auch, um diesen Islamismus davon abzugrenzen. Denn das alleine kann man nicht den Muslimen überlassen. Erstens können das Muslime allein nicht leisten, weil die im Grunde genommen schon im Diskurs völlig verrieben oder zerrieben werden zwischen diesen ganzen Fronten, zwischen Islamisten und zwischen Islamhassern. Also man ist dauernd damit beschäftigt, irgendwie Angriffe abzuwehren und irgendwas gerade zu stellen und dauernd rum zu differenzieren. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, da ist auch einfach schlichtweg die Hilfe von der Zivilgesellschaft oder der Gesellschaft insgesamt, auch der Politik gefragt, auf der einen Seite stark und deutlich gegen Islamismus vorzugehen, aber auf der anderen Seite dann zu sagen, aber wir sind nicht gegen den Islam oder gegen Muslime, wir fördern beziehungsweise wir schauen oder wir helfen dabei, dass gemäßigtes, friedliches, muslimisches Leben dafür aber dann auch sichtbarer wird, damit wir diese Trennung eben hinkriegen. Das ist im Moment aber noch nicht der Fall. Die Abgrenzung von einerseits Islam, der in unserer Gesellschaft aus gutem Grund Religionsfreiheit genießt, so wie viele andere Religionen hier auch einerseits, und dem Islamismus, der Gewalt ausübt und auch wie viele andere Religionen von uns an der Stelle nicht toleriert werden kann. Die Abgrenzung zwischen beiden ist für uns essentiell und notwendig, so verstehe ich Sie. Mhm. Lassen Sie uns mal über das Erstarken des Islamismus zum einen nicht in Deutschland reden und dann aber auch in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass ja in Libanon, Türkei, aber auch etwa Iran oder ähnlichen Staaten der Islamismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblich gestärkt wurde. Was sind die Ursachen? Und zum Zweiten, was sind die Ursachen auch, dass es in Deutschland zu einem Erstarken islamistischer Strömungen kam? Also man könnte das nicht völlig losgekoppelt voneinander betrachten, aber tatsächlich liegt es natürlich zunächst einmal an dem politischen Framing, an den sogenannten Regierungen. Dann schauen Sie uns doch mal den Nahen und Mittleren Osten an, auch die Türkei an, die leider immer weniger in Richtung Demokratie tendiert und eigentlich genau das Gegenteil tendiert. So ist überhaupt nicht im Interesse der Regierung vor Ort, egal in welches Land wir derzeit da schauen, dass sich eine Form von moderatem Islamverständnis etabliert, ganz im Gegenteil. Oder dass man Menschenfreiheitsrechte, Bürgerrechte zugesteht. Das wird ja systematisch unterdrückt in all diesen Ländern. Man spricht ja nicht umsonst von Diktaturen in diesem Kontext. Das heißt also, dass man einerseits auf der einen Seite Bürgerrechte, Freiheitsrechte also deutlich negiert und auch unterdrückt, alle Bestrebungen eben, die dahingehen, unterdrückt. Auf der anderen Seite man aber, und das liegt leider auch in der Natur von Glaubenseiferern, dass die A, sehr gut vernetzt sind, sehr viel Kapital in diese Vernetzung auch reinlegen. Also vergleichen, das können wir übrigens für jede Religion sagen, vergleichen wir das mal mit dem Christentum, mit dem Judentum. Also alle, die eher in Richtung
Konservatismus, Fundamentalismus, Orthodoxie tendieren, sind stärker vernetzt als progressive Kräfte, weil ihnen Religion einfach so wichtig ist, in Anführungsstrichen, und auch das Handeln und der Eifer in Sachen Religion, dass sie also auch bereit sind, sehr viel Finanzen da reinzupumpen. Und das finden wir natürlich vor Ort auch. Gleichzeitig, glaube ich, lässt man auch vor Ort zum Teil gewähren seitens der Politik, dass es solche Zirkel, dass es solche Kreise zum Teil gibt, auch weil man damit natürlich auch bestimmte Gesellschaftsbilder immer noch etabliert sieht. Also die Nichtgleichberechtigung von Mann und Frau, also ein klassisches patriarchalisches Gesellschaftsverständnis, befürworten ja durchaus Islamisten und zum Teil leider eben auch bestimmte Regierungen und Herrscher. Das heißt, da kommen die an dieser Stelle zum Beispiel zusammen. Oder eine gewisse Homophobie. Die bringen diese Flügel eben auch zueinander. Und klar ist aber auch, wenn man Islamisten jemals so weit hätte, dass die, weiß ich nicht, eine Regierung stellen, also ernsthaft, dann ist aber auch klar, dass auch alle Diktaturen abgeschafft werden würden. Also das sieht man ja, was der IS versucht hat zu machen. Also da ging es ja nicht darum, um Assad zu stützen, ganz im Gegenteil, ja, in Syrien zum Beispiel oder im Irak, sondern es war ganz klar, man will dann einen sogenannten islamischen Gottesstaat errichten und dann ist es auch völlig egal, was davor da war. Das ist ein Stück weit auch, naja, auch historisch, als historisch zu verstehen, also beziehungsweise hinter dieser historischen Brille müssen wir es natürlich auch sehen. Stichwort Osama bin Laden damals schon und nicht erst seit 2011 oder 2001 finanziert, beziehungsweise nicht finanziert, aber vorher gab es ja durchaus Anbandelungen mit den Amerikanern zur Sowjetzeit. Das ist ja, da gibt es also auch eine Geschichte zu, eine Vorgeschichte und ich glaube, viele Islamisten beziehungsweise viele Salafisten verstehen sich quasi auch als Protestbewegung gegen diesen arroganten Westen. Und damit rekrutieren sie natürlich viel und gewinnen auch leider viele Anhänger mit dieser Anti-Haltung und dieser Protesthaltung beinahe. Und da würde ich jetzt in Richtung Europa schauen. Da finden sie dann eben auch Anhänger unter hiesigen. Und das sind nicht nur Muslime, unter hiesigen Bürgerinnen und Bürger. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man sich die Radikalisierungsarbeit von Salafisten anschaut, die sprechen nicht nur gezielt junge Musliminnen und Muslime an, sondern die sprechen gezielt auch junge Nicht-Muslime und Nicht-Muslime an, weil die kann man ja noch besser manipulieren. Die haben ja noch weniger Ahnung vom Islam und die kann ich ja noch viel besser weismachen, was der vermeintliche Islam in Wirklichkeit ist. Und insofern auf der einen Seite, also von Achsen zu sprechen beispielsweise, die Achse des Bösen, die Achse des Guten, dass man diese Bilder bedient des Kampfes der Kulturen beispielsweise. Das sind eben nicht nur rechte Kräfte, von denen wir eben immer wieder dieses Gerede hören, sondern es sind eben auch islamistische Kräfte, die genau das gleiche Bild, nur eben in einem anderen ideologischen Vorzeichen bedienen und damit, ehrlich gesagt, ziemlich viel rekrutieren können. Im Moment in Deutschland, sagen ja unsere Sicherheitsbehörden, ich will nicht sagen, haben wir einen Stillstand, das wäre vielleicht zu verharmlosend, aber die Zahlen schnellen nicht mehr so hoch. Es ist eben kein, wenn ich das darauf mal beziehen darf, kein exponentielles Wachstum im Sinne der Radikalisierung. Das war vor einigen Jahren noch sehr, sehr viel schlimmer aus. Tatsächlich. Jetzt habe ich das Stichwort gehört, der Islamismus als Reaktion, auch reaktionäre Reaktion gegen eine wahrgenommene Arroganz des Westens, sozusagen quasi der Spiegel zum Kampf der Kulturen, der ausgerufen worden ist von den Neokonservativen des Westens. Was wäre dann jetzt also zu tun, um den Islamismus von dem Islam, der wie gesagt Religionsfreiheit genießt und auch zu Recht genießt, zu trennen? Naja, zum einen, glaube ich, muss man sich dessen bewusst werden. Also zum einen müssen sich Muslime darüber bewusst werden. Also zumindest die Muslime, die sagen, Islam hätte nichts mit Islamismus zu tun, weil leider höre ich das auch sehr oft von Musliminnen und Muslimen, darüber bewusst werden, dass natürlich der Islamismus etwas mit dem Islam zu tun hat. Er bezieht sich ja schließlich durchaus auch auf Quellen oder auf alte Quellen und Überlieferungen, die zum Beispiel Gewalt unter bestimmten Umständen doch legitimiert. Oder auf Quellen, wo die Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie wir das heute rechtlich verstehen, ebenso nicht verankert ist. Das heißt, zum einen müssen sich auf der Seite der Muslime die Menschen klar werden, na klar gibt es dazu Bezüge und was können wir eigentlich dagegen tun, dass man sich auf diese Art und Weise dem Islam nähert und dem man sagt, ja, also ich nehme jetzt eine schön dogmatische Sichtweise oder Lesart des Islams und sage, das ist jetzt der Islam und also kann ich Gewalt anwenden, deshalb ist es
in Ordnung, das geht natürlich nicht. Die allermeisten Muslime sagen ja auch deshalb, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Die meinen im Grunde genommen, es hat nichts mit ihrem Islamverständnis zu tun. Das stimmt natürlich. Die allermeisten Muslime würden den Islam so nicht mehr oder nicht verstehen. Das heißt, da auch kritischer werden und auch, ich finde, sich deutlicher abgrenzen. Man muss sich nicht distanzieren. Warum sollte ich mich als Muslimin distanzieren von etwas, womit ich eigentlich nichts zu tun habe? Aber ich kann mich positionieren, das ja. Und ich finde, das ist auch unser aller, so wie Sie sich positionieren, müsste ich mich auch positionieren. Also das heißt, auf Seiten der Muslime muss man da klarer werden und auch muss auch klarer kommuniziert werden. Wenn ich in die Gesamtgesellschaft schaue, also ich glaube, es ist nochmal deutlich zu machen, es geht ja gar nicht so sehr um den Kampf freie Welt gegen den Islamismus. Unsere freie Welt oder unsere freie Gesellschaft wird ja von ganz unterschiedlichen Extremen, die wird von unterschiedlichen Extremen, ich will nicht sagen heimgesucht, aber bedroht. Sie wird von unterschiedlichen Extremen in diesem Land und Extremisten bedroht. Und ich glaube, das zum einen festzustellen, zu sagen, unsere freie Welt, unsere freie Gesellschaft es wird versucht, die systematisch irgendwie zu bekämpfen. Und dagegen müssen wir standhalten und definieren, wer auf dieser Seite der Trennlinie steht und wer auf der anderen Seite der Trennlinie steht. Und es ist klar, dass in dem Fall Islamisten durchaus auf der anderen Seite der Trennlinie stehen, die eben demokratische Werte, rechtsstaatliche Prinzipien abschaffen wollen. Und auf der anderen Seite stehen eben all jene, die für Vielfalt, die für eine offene Gesellschaft, die für Liberalität und solche Dinge steht. Und dazu gehört eben dann, und ich finde, wenn man dieses Bild einmal ganz allgemein verstanden hat, dass wir als freie Gesellschaft von ganz unterschiedlichen Extremen bedroht werden und eben nicht nur von Islamisten. Also Islamisten sind sicherlich eine große Form der Bedrohung, aber ich sehe unsere Gesellschaft auch durch andere Extreme und Extremisten bedroht. Dann aber zu sagen, eine Form der Bedrohung ist der islamistische Terror, ist der Islamismus, der gewaltbereite Islamismus. Und dem können wir, wie gesagt, Einhalt gebieten. Das tun wir übrigens, indem wir, das macht ja unser Sicherheitsapparat übrigens seit Jahren, das ist nicht irgendwie erst jetzt oder passiert erst jetzt nach irgendwelchen neuerlichen Anschlägen. Ganz im Gegenteil, seit dem 11. September 2001 sind unsere Sicherheitsbehörden sehr, sehr gut darauf vorbereitet, diese Strukturen aufzudecken, Anschläge nicht erst möglich zu machen, denen zuvorzukommen. Na klar geht das nicht immer gut, das müssen wir ja dann auch immer wieder mal feststellen tatsächlich. Und das kann man, finde ich, auch durchaus zu Recht kritisieren. Und trotzdem haben wir Deradikalisierungsprogramme, wir haben Präventionsprogramme, wir haben Aussteigerprogramme, wir haben Forschungsstellen, wir haben behördliche Fachstellen, wir haben sogar ministeriumsübergreifende, Kooperationen. Wir haben im Grunde genommen auch LKAs arbeiten inzwischen übergreifend in den unterschiedlichsten Bundesländern zusammen. Also da haben wir schon relativ viel gemacht. Na klar, jetzt kann man immer sagen, das ist nicht genug. Das mag so sein, aber ich würde nicht sagen, dass wir da zu wenig Geld reingepumpt haben oder zu wenig gemacht haben, zu geringe Strukturen haben. Ich glaube einfach, dass wir auf der einen Seite deutlich betonen müssen, dass man sich nicht durch den Islamismus oder von Islamisten einschüchtern lässt, aber gleichzeitig eben auch sagt, wir wären darüber hinaus aber eben auch noch von anderen bedroht, die genau das gleiche Problem mit einem anderen Vorzeichen mit uns als freie Gesellschaft haben. Jetzt nochmal Hand aufs Herz, bevor wir auch dazu kommen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit in den Chat zu holen und auch Fragen stellen zu lassen, denn wir wollen ja auch interaktiv sein. Wer im Übrigen diesen Talk hier mag, kann ihn gerne teilen. So, aber noch eine Frage mit Hand aufs Herz. Wer sind eigentlich Ihrer Ansicht nach geeignete Ansprechpartner? Wir haben ja die Schwierigkeiten, also in der Gesellschaft, für das, was Sie beschreiben als den liberalen, aufgeklärten, muslimischen Mitbürger, das, was sozusagen jetzt auch an demokratischer Religionsfreiheit von muslimischer Seite für uns möglich wäre. Wer wäre das? Wer ist das? Tja, wer wäre das? Wer ist das? Also jetzt fragen Sie die Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes, die genau den Verein deshalb gegründet hat. Also ich würde natürlich sagen, in erster Linie der Liberal-Islamische Bund. Aber darüber hinaus gibt es noch andere, sicherlich Moscheevereine. Und da muss man natürlich dann auch schon mal genauer hingucken, die ganz ähnlich offene Arbeit leisten. Also es ist tatsächlich eine Frage des Einzelfalls, auch wenn es sehr anstrengend ist. Es geht wirklich darum, vor Ort, da wo man eben lebt und wo man eben doch die Kommunikation sucht, zu schauen, wofür steht diese Moscheegemeinde? Was haben die vorher für Veranstaltungen gemacht?
Wer ist das Personal? Wer engagiert sich da ehrenamtlich? Was machen die für Veranstaltungen? Wen laden die ein? Wie wird über was kommuniziert? Wie dialogisch, wie offen ist diese Moscheegemeinde? Das kann man schon ganz gut rauskriegen. Und danach würde ich entscheiden. Ich würde nicht alleine nur davon ausgehen, unter welchem Dach. Also es ist natürlich klar, dass ich nicht mit einer salafistischen Moschee, die salafistisch orientiert ist. Also das wäre dann für mich dann schon eine rote Linie. Mit dem würde ich natürlich nicht mehr kooperieren. Aber wenn ich jetzt an die vier großen Dachverbände in Deutschland, der muslimischen Dachverbände denke, das wäre ja DITIB, Zentralrat, Islamrat und der Verband Islamischer Kulturzentren in Deutschland, so würde ich nicht bei aller Kritik, die ich hier auch, also die ich auch stark machen würde, ich glaube auch an jedem dieser Verbände kann man einiges an Kritik, berechtigter Kritik äußern, ist jetzt nur nicht gerade das Thema, ansonsten können wir gerne dazu nochmal eine andere Sitzung machen. Aber auch da würde ich sagen, guckt noch mal lieber oder gucken Sie noch mal lieber auf die Arbeit der Moscheegemeinde vor Ort. Mir persönlich ist dabei noch mal eine Nuance wichtig, bevor wir das Gespräch öffnen, auch um den Islamismus bekämpfen zu können. Lange Zeit haben wir geglaubt, es reicht, den Islamismus zu bekämpfen. So, also was heißt, es reicht? Ja, es reicht. Es ist wichtig, den Islamismus zu bekämpfen, das stimmt. Aber wir haben lange Zeit vergessen, und dafür setze ich mich aber auch eben genauso lange ein, die Islamfeindlichkeit genauso zu bekämpfen. Was wir alle nicht wissen oder offensichtlich völlig unterschätzen, ist, dass diese beiden Extreme zusammenhängen. Also der Islamist braucht das Narrativ des Islamhasses im Westen. Also zu sagen, die hassen uns alle. Guckt mal die Deutschen, die hassen alle Muslime. Guckt doch mal, wie islamfeindlich die sind. Andersherum, der Islamhasser, der Islamfeind benötigt aber auch den Islamismus oder den Islamisten, um ebenfalls quasi Anhänger zu gewinnen, indem er eben proklamiert und sagt, guckt euch doch mal die Muslime an, die sind alle gleich, terroraffin, gewaltaffin, unterdrücken Frauen, was weiß ich, was für Narrative das immer wieder sind. Das heißt, diese beiden Phänomene, das jeweils andere Narrativ, benötigt das extrem. Und wenn ich aber sage, ich bekämpfe Islamfeindlichkeit, dann muss ich auf der anderen Seite aber auch, um gerade Muslime in diesem Land zu schützen und nicht zu stark dazwischen zu stellen, sagen, okay, ich muss mit der gleichen Vehemenz, aber auch, meinetwegen vielleicht nicht mit der gleichen Vehemenz, aber eigentlich schon, die Islamfeindlichkeit genauso bekämpfen. Und das fehlt mir im politischen Diskurs total. Das wird gar nicht gesehen. Die Islamfeindlichkeit wächst sehr stark, nicht nur hier, sondern weltweit. Natürlich nicht zuletzt auch, weil Islamisten mit dafür sorgen, dass der Hass auf Muslime steigt. Deshalb müsste es eigentlich auch im ureigenen Interesse von Musliminnen selbst sein, sich dagegen zu wehren und da deutlich Stellung zu beziehen, aber eben keine Distanzierung, sondern eine Positionierung vorzunehmen. Deshalb wäre das mir doch nochmal ein Punkt, den nochmal stark zu machen. Die Islamismus zu bekämpfen alleine wird nicht funktionieren, wenn wir auf der anderen Seite aber die Islamfeindlichkeit weiter da haben, wo sie ist. Also zwei siamesische Zwillinge, so verstehe ich das, die sich einander politisch bedingen. Jetzt öffnen wir mal die Debatte und schalten mal Thomas dazu. Wie wird denn bei Facebook im Chat über diese Frage diskutiert, Thomas? Ja, also vielleicht, wir haben eine Meldung hier direkt auch bei den Zoom von Karin Pohlmann und vielleicht nehmen wir die einfach zuerst mal rein, bevor ich danach kurz berichte, wie es bei Facebook so aussieht. Also Karin Pohlmann kommt jetzt herein und müsste dann in der Lage sein, auch ihr Mikrofon freizuschalten und sich zu äußern. Karin Pohlmann, du oder sie hier? Ihre Frage kann gestellt werden. Mikro nochmal anmachen, das ist noch aus. Das ist aus. Ja. Guten Abend, Frau Pohlmann. Wir können Sie leider auch nicht hören, weil Ihr Mikrofon aus ist. Sonst stellen wir Sie nochmal zurück und Thomas benennt nochmal die Fragen auf Facebook. Das können wir gerne so machen. Genau. Dann, also wir haben recht viele Meldungen auf Facebook bei einem Thema, kontroversen Thema, auch nicht verwunderlich. Christine Thelen zum Beispiel schreibt, Frage, wer ist eigentlich dafür zuständig, den Islamismus zu bekämpfen? Thomas Winkler zitiert
die Internationale, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, und uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Vielleicht ist das auch eine Antwort auf die erste Frage. Barbara von der Garten sagt, dann schaut euch Predigten und Plattformen und Schulhöfe an, da wird Haram kontrolliert, gegen Juden gehetzt, Frauen kontrolliert etc. Die Märtyrersuchen kommen nicht zur Sprache. Erdogan-Treue, also hier wird nochmal ganz klar sozusagen auch die Problematik auch nochmal benannt. Dann Nicole Finkernagel sagt, Religion und Staat voneinander trennen. Das sind jetzt, glaube ich, so erstmal so die ersten Eindrücke, die ich aus Facebook jetzt erstmal reingebe, damit ihr sozusagen auch dazu nochmal was sagen könnt. Also die eigentliche erste Frage, wer ist eigentlich dafür zuständig, Islamismus zu bekämpfen? Dann nochmal sozusagen eine Situation über Predigten und Plattformen und die Situation auf Schulhöfen und die ganze Frage Staat und Religion. Das würde ich jetzt als erstes mal reinkommen. Aber ich sehe jetzt auch, dass Karin Pohlmann offenbar es geschafft hat, ihr Mikrofon freizuschalten. Frau Pohlmann, ja. Erstmal ihr Statement und dann die drei aus. Ja, hallo. Also ich hatte vor kurzem mal eine Diskussion mit Frau Amira Mohammed Ali. Und zwar hatte ich da den Einwand geäußert, wie es denn wäre, anstatt also Terroristen, islamistische Terroristen, Monate, manchmal sogar Jahre lang zu beobachten vom Verfassungsschutz, wie wäre es, wenn man die stattdessen gleich ausweisen könnte, im Sinne von abschieben könnte. Das wurde dann von der Frau Amira als populistisch sofort abgetan. Wie stehen Sie dazu? Also ich kann Frau Mohammed, so heißt sie ja, jetzt nicht, ich kann nicht für sie sprechen, aber ich stehe so dazu, dass es einen Unterschied gibt, ob der Islamist deutscher Staatsbürger ist oder nicht. Wenn er deutscher Staatsbürger ist, können wir den irgendwohin abschieben. Wenn er eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, dann kann man ihm die Staatsbürgerschaft entziehen und dann doch abschieben. Und wenn er ohnehin nicht deutscher Staatsbürger ist, wird ja schon längst zurückgeführt. Also insofern kann man das tatsächlich nicht ganz pauschal formulieren. Ich kann also nicht sagen, ach, ganz einfach, alle Islamisten einfach abschieben. Das entspricht nicht unserem Recht, unserer Rechtsauffassung. Es sind aber Fälle bekannt, in denen also Terroristen tatsächlich also jahrelang beobachtet werden. Klar, aber die Beobachtung... Warum nicht gleich abschieben? Ja, weil sie es rechtlich nicht können. Sie können doch einen deutschen Staatsbürger nicht einfach irgendwohin abschieben. Wohin denn, wenn er Deutscher ist? Ich dachte jetzt auch nicht an Deutsche, sondern gerade an Ausländische. Ja, aber die werden, wenn tatsächlich eine Tat ihnen nachgewiesen werden kann oder die Planung einer staatsgefährdenden Tat, ja ohnehin vor Gericht gestellt und verurteilt und dann je nach Strafe tatsächlich ohnehin zurückgeführt. Also die Fälle hatten wir ja tatsächlich schon. Aber einfach so jemanden abschieben, weil der beobachtet wird, das ist ziemlich gefährlich, das so zu formulieren, in der Tat. Denn die Beobachtung allein heißt noch nicht, dass jemand sich strafbar gemacht hat. Das ist ja gerade das Problem. Also viele Menschen agieren ja immer in dieser Grauzone und werden beobachtet, weil man da vielleicht einen Hinweis hat, irgendwas machen die doch da im Hintergrund, aber man kann es ihnen nicht nachweisen und deshalb werden sie ja andauernd beobachtet in der Hoffnung, dass man es irgendwann nachweisen kann. Aber Beobachtung allein ist eben noch nicht, heißt noch nicht, dass vorher Straftatbestand nachzuweisen ist, leider in dem Fall. Und deshalb ist es nicht so einfach, deshalb kann man nicht einfach abschieben. Frau Pohlmann, ich will dazu auch nochmal kurz Stellung nehmen zu dem Punkt, ich bin ja Jurist, und da gibt es so einen relativ schlechten Witz, der sagt, die einstweilige Erschießung gibt es nicht. So, und genauso ist es in dem konkreten Fall. Allein die Tatsache, dass jemand Islamist ist, sich so bezeichnet oder so bezeichnet wird, ist als solcher heraus noch nicht mal ein Straftatbestand. So, sondern die Tatsache, dass jemand eine Straftat verübt hat, führt dann dazu, dass die Person entsprechend der Gesetzlichkeit natürlich auch bestraft werden muss, wenn ihnen die entsprechende Tat dann auch nachgewiesen wird. Das ist das, was für alle Menschen gilt, für Deutsche wie für Nichtdeutsche. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Regelung, nämlich eine solche, die auch unserem säkularen Rechtsverständnis entspricht. Wir leben ja auch nicht in der mittelalterlichen heiligen Inquisition, wo danach gesagt wird, wir haben dich zum Tode verurteilt, warum erzählen wir da aber nicht?
So. Das ist ja im Übrigen auch eine aus dem christlichen Verständnis ein bisschen uncoole Variante. Wenn jemand der aber äußert, ich will das nur kurz sagen, aber einen Punkt möchte ich vielleicht noch, Sie können gleich nochmal was sagen, ich würde nur das sozusagen einführen. Und aber einen zweiten Punkt, der erscheint mir bezüglich meiner Kollegin Amira Mohamed Ali, die ja Fraktionsvorsitzende der Linken ist, durchaus nicht ganz unerheblich in dem Zusammenhang. Es ist eine von zwei Muslimen, von etwa 700 Bundestagsabgeordneten. Mir fällt es als Nicht-Mathematiker nicht einfach, die Prozente zu berechnen. Ich habe aber einen Verdacht, dass das deutlich unterhalb dessen ist, was dem Bevölkerungsanteil entspricht. Warum ist das eigentlich so? Und zu was führt das dann praktisch? Das wäre meine Gegenfrage an Sie. Aber jetzt sind Sie erst nochmal dran. Ich schätze Frau Amira, ich will jetzt gar nichts gegen Sie sagen. Nur war ich damals, also als ich das gesagt habe, etwas enttäuscht, dass das gleich so als populistisch abgetan wird, diese Meinung mit der Abschiebung. Und Sie bestätigen das ja im Grunde. Es geht mir um Menschen, die wirklich schon äußern, dass sie Deutschland hassen, dass sie Straftaten begehen wollen, die es öffentlich schon machen. Um solche Menschen geht es mir. Ja, aber solange man hier nichts tut, können wir vieles sagen und behaupten und meinen. Und das ist ja noch nicht strafbar. Und in der Tat, in dem Moment, wo man dann aber fordert, also wo Sie dann in dem Fall fordern, die müsste man dann einfach alle abschieben, geht das in dieser groben Formulierung, geht das natürlich nicht. Frau Pohlmann, das ist ja unmöglich. Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Wir können doch nicht einfach Menschen abschieben, weil die Deutschland hassen. Davon haben wir hier übrigens eine ganze Menge Leute, die ich noch nicht mal als Islamisten bezeichnen würde, die auch irgendwie Deutschland hassen und meinen, dieser Rechtsstaat sei ja von einmal in Wirklichkeit Diktatur und so weiter. Ja, wo wollen wir die denn alle abschieben? Wohin denn? Also das ist ja utopisch. Ich glaube, man muss sich dann eher dem Problem stellen und da, wo es geht, schlichtweg Verfahren, also Strafanzeigen stellen und ein Verfahren nach dem anderen dann führen. Und das lohnt sich, solche Verfahren zu führen. Also die muss man dann aber auch wirklich führen in diesem Rechtsstaat. Könnte man diese Menschen, wenn sie denn verurteilt werden, nicht wenigstens nach ihrer Verurteilung abschieben? Genau, diese Frage würde ich jetzt euch nochmal geben. Aber Frau Pohlmann, Ihnen an der Stelle schon mal danken, weil wir auch noch die Fragen aus Facebook im Blick haben müssen und es noch eine weitere Meldung auch aus Zoom gibt, die ich nachher auch gerne reinnehmen wollen würde. In diesem Sinne erstmal vielen Dank, Frau Pohlmann, für Ihren Diskussionsbeitrag. Möchten Sie mir nochmal die Fragen kurz oder? Ich kann die gerne nochmal aufrufen. Es ging ja im ersten um die Frage, Islamismus bekämpfen, wer ist dafür zuständig? Dann gab es nochmal die Frage nach Religion und Staat voneinander trennen und es war nochmal ein Statement, das sozusagen sehr darauf betont hat, dass auf Schulhöfen und Plattformen, dass da Haram kontrolliert wird, gegen Juden gehetzt wird, Frauen kontrolliert wird etc. Und auch Erdogan-Treue unterwegs sein. Wer sind dann die Gemäßigten? Wo gibt es da eine Abgrenzung? Das war auch nochmal, das waren so die drei Fragen, die... Okay. Ja, also wer ist dafür zuständig, Islamisten zu bekämpfen? Ich würde sagen, als erstes die Politik, unsere Sicherheitssysteme, aber natürlich auch wir als Gesamtgesellschaft. Also tatsächlich ist es schon so, aber klar, unser Thema ist Islamismus, deshalb beziehe ich das jetzt alles mal nur auf den Islamismus, aber natürlich sind wir auch als Gesamtgesellschaft gefragt. Klar ist es wichtig, auch zu erkennen oder erkennen zu können, ob sich jemand radikalisiert, ob jemand eine dualistische Weltsicht hat im Sinne von alles schwarz-weiß, richtig oder falsch, gut oder böse, also auch so spricht. Oder Anhänger von und dann auch noch Anhänger von Verschwörungsmythen wird und meint, alle Juden auf dieser Welt und Jüdinnen sind schuld an diesem, was auch immer. Also eben Verschwörungsmythen anhängt. Wenn das all das zusammenkommt, wenn es darum geht, unsere offene Gesellschaft zu stürzen und deshalb irgendwas anderes hier einzuführen, ja, dann sollten wir den Islamisten oder die islamistische Gefahr durchaus erkennen können. Also wir müssen uns erstmal selbst in die Lage bringen, so gut sensibilisiert zu sein, dass wir das erstmal erkennen und deutlich eine Absage formulieren. Und ich glaube, besonders, jetzt versuche ich es mal andersrum aufzugreifen, besonders schmerzvoll wird es für einen Islamisten, wenn es uns gelingt,
die Absage an diese politische Ideologie deutlich zu formulieren und gleichzeitig zu sagen, hey, aber gegen gemäßigten Muslim habe ich nichts. Ganz im Gegenteil. Der ist vielleicht mein Nachbar, mein Arbeitskollege oder was auch immer. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem bist du, der du versuchst, hier einen Umsturz irgendwie voranzutreiben. Da sitzt der Stachel dann richtig tief, weil dem Islamisten dann eben nicht gelungen ist, den Stachel so weit reinzudrücken, dass man nur noch von Muslimen und Nichtmuslimen spricht in dieser Gesellschaft oder von Muslimen als ihr spricht und wir sind dann was anderes, sondern da genau darauf achtet, dass man sich eben nicht so entzweien lässt, so einfach. Zum Thema Staat und Religion trennen, ja oder nein? Ich würde sagen, de facto haben wir keine richtige Trennung von Staat und Religion. Das müsste Herr Schindler eigentlich als Jurist besser wissen als ich und besser erklären können. Aber wir leben in einem säkularen Rechtsstaat und nicht in einem laizistischen Rechtsstaat. Das heißt, unser Staat bejaht Religion, fördert sie vielleicht nicht explizit, aber sie bejaht Religion und sie gibt ihr auch einen Platz. Welcher Platz das ist, das wird ja vertraglich festgelegt. Ich persönlich, wenn ich das zum Beispiel mit Frankreich vergleiche und nur mit Blick auf den Islamismus jetzt mal tue, sind wir in Deutschland immer noch besser davon weggekommen als die Franzosen, was dieses Thema betrifft. Denn tatsächlich bedeutet das, wenn wir eben nicht die ganz strikte Trennung von Staat und Religion vornehmen, dass so etwas möglich ist wie islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache von hier ausgebildeten Lehrkräften, was ich ja 2 Tage die Woche auch tue. Und ich muss sagen, wir haben da sehr gute Erfahrungen damit. In dem Moment, wo man dann eben sagt, nein, wir nehmen auch muslimisches Leben in Deutschland ernst, als Teil deutschen Lebens auch, fördern das insofern, als dass wir unsere eigenen Lehrer dort einschicken, dass sie vernünftigen und staatlich durchgeführten und verantworteten Unterricht machen, haben wir eigentlich sehr positive Erfahrungen. Denn damit nehmen sie diesen Narrativ der Islamfeindlichkeit natürlich auch ein bisschen Wind aus den Segeln, wenn sie sagen, ja Moment mal, aber wir haben den Islam und Muslime hier strukturell verankert. Wir tun auch was dafür. Das heißt, ich würde sagen, im Vergleich mit Frankreich, wo es das alles übrigens gar nicht gibt, wo Religion völlig außen vor bleiben muss, geht es uns hier besser. Das würde mich eher in der Annahme bestätigen, dass wir weiterhin schauen, wie viel Platz, welchen Platz Religionen in unserer Gesellschaft einnehmen sollten und dass wir das vertraglich festhalten. Ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Mittel. Bisher sind wir jedenfalls relativ gut damit gefahren, muss ich sagen. Ja, jetzt die Frage auf Schulhöfen. Ja, was tun damit, wenn wir dieses oder jenes hören? Also ich glaube, es besteht ja bei vielen Menschen quasi der Wunsch, dass man oder die Vorstellung, dass zum Beispiel alle türkischstämmigen Mitbürger, alle türkischstämmigen Deutschen in diesem Land Erdogan-Sympathisanten wären. Das ist ja de facto überhaupt nicht so. Also auch die Vorstellung, dass eine Minderheit irgendwie gleich ist, also alle Muslime sind irgendwas, das ist ja absurd. Also leider funktioniert das nicht, auch wenn der Wunsch da ist, dass man denkt, ach, so eine Minderheit, um die besser zu verstehen, naja, also die Türken haben halt sind halt alle Erdogan-Fans und die Araber sind dann halt alle das und das. Und das funktioniert leider nicht. Ganz im Gegenteil, auch Minderheiten sind extremst differenziert zu betrachten, weil schlichtweg es gar nicht hinkommt, dass ich sagen könnte, ja, bei Türken muss man da und da drauf achten, bei Arabern würde ich da und drauf, wenn der Araber Syrer ist, dann würde ich da und da drauf achten, wenn er aber das und das ist, das funktioniert nicht. Das ist, spricht entgegen jeder Realität, das ist also nicht so. Was wir tun können, und das sehe ich zum Teil auch so, dass wir natürlich immer wieder solche Vorfälle in Schulen oder auch im Alltag erleben, wo antisemitische Haltungen irgendwie offenkundig werden oder wo frauenfeindliche Haltungen, homophobe Haltungen durchaus sichtbar werden, dass wir uns genauso verhalten wie übrigens, wenn Nicht-Muslime genau die gleichen Haltungen einnehmen. Ja, da würden wir auch sofort zum Ersten das von uns weisen und sagen, Moment mal, wir leben in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie, hier hat jeder das Recht, so sein zu dürfen. Oder so leben zu dürfen, das glauben zu dürfen, die sexuelle Orientierung so oder so zu haben. Da habe ich mich nicht einzumischen. Und andererseits, wir sprechen klar gegen die Vereinnahmung, gegen die Pauschalisierung, gegen Klischees, gegen Menschenfeindlichkeit, egal in welche Richtung sie geht. Ich glaube, das muss man immer und immer wieder im Sinne der Selbstvergewisserung, im Sinne auch der eigenen demokratischen Selbstvergewisserung, ich glaube, so oft wie es geht, tun. Also die Zeiten, in denen wir uns hier zurücklehnen können und denken können, ja, also Demokratie ist doch klar, dass wir die hier haben. Und es ist doch klar, was das hier in Deutschland bedeutet. Nein, ich glaube, inzwischen ist es gar nicht mehr so vielen Leuten klar, was das eigentlich bedeutet. Und es bedeutet letztlich auch, dass wir diese Demokratie und die Werte, die wir daraus ableiten, ehrlich gesagt, immer und überall zu verteidigen haben. Also ich persönlich erlebe das so oft an ganz unterschiedlichen Punkten, nicht nur in der Schule.
Und übrigens auch nicht nur vom Muslim, ja, um das Thema deutlich zu sagen. Ich erlebe leider solche Haltung immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und ich glaube, gegenhalten ist das einzige Mittel. Und auch da, bevor jetzt jeder meint, er müsse sich nachts in der U-Bahn alleine gegen irgendwelche Leute aufbäumen, das bitte nicht. Sondern auch da ist das richtige Maß natürlich gefragt. Also in welchen Situationen kann ich meinen Widerspruch mehr als deutlich machen? In welchen Situationen ist vielleicht der Widerspruch nur sehr leise anzumelden? Und in welchen Situationen ist das wirklich so gefährlich, dass ich das vielleicht lassen sollte? Aber der Satz, das sehe ich anders, ist in unserem Diskurs wirklich wichtig. Gerade gegen links, gegen rechts, also linksextrem, rechtsextrem, islamistisch oder wie auch immer. Wenigstens zu sagen, Moment, das lasse ich nicht unwidersprochen stehen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Signal. Vielleicht, genau, aus meiner Sicht vielleicht auch noch ein paar Punkte. Und zwar, was tun gegen Islamismus? Und ich will vielleicht mal eine etwas grobe Teilung in den außen- und den innenpolitischen Bereich einnehmen. Den außenpolitischen Bereich, was tun gegen den Islamismus? Wie wäre es zum Beispiel, die Waffenexporte nach Saudi-Arabien einzustellen? Was tun gegen den Islamismus? Wie wäre es zum Beispiel, die Waffenexporte in die Türkei? Und da geht es mir weniger um die Kerntürkei, als vielmehr um die von ihnen besetzten Gebiete einzustellen. Was tun gegen den Islamismus? Wie wäre es gewesen, die Unterstützung der islamistischen afghanischen Opposition damals durch die USA nicht gehabt zu haben? Das sind einfache Fragen, die, ich glaube, ein Gutteil der Hochrüstung islamistischer Gruppen im Ausland unterstützt haben. Und jetzt zum innenpolitischen Bereich. Ich bleibe dabei. Gegen Ungleichheit hilft halt Gleichheit. Und solange wir in unserer Gesellschaft eine enorme Ungleichheit haben, dass nicht das Abbild dann auch für muslimische Menschen gilt, werden wir nicht zu einer auch realen Gleichheit in der Wahrnehmung kommen. Ich erinnere daran, dass als ich ein junger Student war und in einem kleinen bayerischen Ort wohnte, an dem jeden Früh um 7 die Kirchenglocken glöckten, hat sich niemand darüber aufgeregt. Aber als es dann der Muezzinruf in Duisburg war, da war das ja offenbar der Untergang des Abendlandes. Und ich finde, wenn schon, denn schon, gegen Ungleichheit hilft Gleichheit. Ähnliches gilt meines Erachtens im sozialen Bereich. Wenn anhand der Schulen erkennbar ist, wer da zur Schule geht und welchen Hintergrund hat, so lange braucht man sich dann nicht darüber zu beschweren, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch entsprechend scheiße verhalten. Das ist, finde ich, ein Punkt, den man umgehend ändern muss. Und das ist ein innenpolitischer, gesellschaftspolitischer Bereich. Und ein letzter Punkt, den will ich durchaus anmerken als jemand, der eine ganze Zeit lang in Ostdeutschland gelebt hat. Solange bestimmte Bürgerinnen und Bürger mit einer bestimmten Glaubensrichtung da nicht hingehen können, ohne Angst um ihr Leben zu haben, solange herrscht da auch nicht Gleichheit. Und diese muss man auch mal bitte schön herstellen. Wenn das der Fall ist, ist es dann auch durchaus ein Fortschritt, wenn es darum geht, den Islamismus vom Islam zu trennen, aus meiner Sicht. Jetzt vielleicht noch mal Fragen aus Facebook. Es gibt noch Facebook aus Facebook und noch eine Frage von, also Tanjo hat sich hier noch gemeldet, den würde ich vielleicht auch noch kurz reinlassen, auch wenn wir schon gegen Ende sind. Also Tanjo kommt jetzt, wechselt jetzt zu uns. Herzlich willkommen in unserem Talk. Du müsstest auf jeden Fall. Ja, Also, hört ihr hallo mich? Tanjo. Ja, wir hörlich. hören dich, Tanjo. Hallo. Ja, also wenn wir über, ich bin Türke für Frau Kador und geborener Moslem, Gott sei Dank bin ich aber mittlerweile Atheist, sagen wir mal so. Wenn wir über Islamismus reden, müssen wir natürlich auch über das große Ereignis von gestern reden. Nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Bundestag allerdings der Antrag, den ihre Partei mit eingebracht hat, und die Linke hat dazu gestimmt, beschlossen, zu prüfen, ein Verbot der Vereine der Grauen Wölfe, darunter auch namentlich Cesid Atit, Türkisch-Islamische Union in Europa. Und ATİP ist der weitaus größte Dachverband im Zentralrat der Muslime in Deutschland. Und Sevim Dağdelen, meine Genossin, in ihrer sehr tollen Rede sagte,
dass man nicht einerseits aktiv verbieten wollte, aber andererseits mit Zentralrat der Muslime, wo aktiv Unterschlupf gefunden hat, weiter kooperieren und sie hofieren. Was denken Sie darüber? Und die Frage am 7. September, lieber Jörg, hat der geschäftsführende Parteivorstand der Linken noch entschieden, die Zusammenarbeit mit Zentralrat der Muslime in Deutschland nicht in Frage zu stellen? Wie stehst du denn als Bundesgeschäftsführer dazu? Soweit ich weiß, 5 Bundestagsabgeordnete, die gestern das Verbot in eigenen Antrag, wir hatten auch einen eigenen, von ATIP verlangt haben, sind auch Mitglieder im geschäftsführenden Parteivorstand und die sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Hauptorganisation, wo ATIP drin ist, nicht in Frage stellen. Das ist für mich unverständlich. Fertig. Ja, also das habe ich natürlich schon gestern mitbekommen. Ich kenne leider Ihren Nachnamen nicht, deshalb nenne ich Sie jetzt mit Vornamen. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Bitte? Kügel, Jörg kennt mich sehr gut. Okay. Auch Thomas kennt mich sehr gut. Okay. Also ich halte es für richtig, zu versuchen, die ATIP zu verbieten, tatsächlich. Es handelt sich dabei um eine nationalistisch geprägte Organisation, die in Deutschland immer wieder auch mal dadurch aufgefallen ist, hier und da mal antisemitische Position zu vertreten, in Richtung anderer, übrigens Islamorganisationen, auch sehr feindlich aufgetreten zu sein. Das kann ich aus eigener Erfahrung leider auch so sagen. Und also mal sehen, was daraus wird. Gestern war ja die erste Lesung. Wir wollen mal sehen. Der Hinweis, ATIP ist verbieten. Beschlossen. Der Antrag ist beschlossen. Nein, gestern war die erste Lesung da. Da ist noch nicht drüber abgestimmt worden. Doch, der Antrag ist angenommen worden. Ja, der Antrag, deshalb gab es auch eine erste Lesung, aber die ATIP ist noch nicht verboten worden, das will ich damit sagen. Nein, um Gottes Willen, natürlich. Ja, eben. Aber angenommen, sie würde verboten, steht ja immer noch im Raum, was machen wir mit dem Zentralrat der Muslime? Gar nicht so einfach die Frage. Also ich erlebe da ein großes Rumgeeiere und ich muss auch sagen, dass ich da auch nicht ganz da eine endgültige Position zu habe, denn der Zentralrat selber sagt ja zwar immer wieder, er würde keine Nationalisten vertreten und er würde all das alles ja selber gar nicht so sehen. Und gleichzeitig ist es das größte Mitglied im Zentralrat der Muslime in Deutschland bisher. Und ich finde, da macht es... Der Vorsitzende. Ich weiß. Ich weiß das alles, ja. Aber vielleicht lassen Sie mich einmal ausreden. Ich sage das eher für Jörg. Okay. Jedenfalls glaube ich, dass der Zentralrat sich da ehrlich machen muss und auch viel ehrlicher machen muss und sich davon deutlich distanzieren muss, ja, um tatsächlich weiter gesprächsfähig zu sein. Also ich täte mich schwer, einen Akteur wie den Zentralrat der Muslime, der ist übrigens der kleinste von den 4 Dachverbänden, das muss man vielleicht deutlich nochmal sagen. Ja, ja, 0,4% vertreten. Ich würde gerne zu Ende sprechen. Also es wäre schwierig, den jetzt völlig zu verteufeln, zu sagen, nachdem wir hier 20 oder vielleicht die letzten 10 Jahre sehr gut mit dem Zentralrat zusammengearbeitet haben, die jetzt so völlig schnell fallen zu lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass man vom Zentralrat eine deutliche Positionierung, in dem Fall tatsächlich mal eine deutliche Distanzierung erwarten könnte dazu. Also wir werden sehen, was kommt, aber ohne ein entsprechendes Statement, finde ich, ohne eine entsprechende Distanzierung dazu und davon, finde ich, kann der Zentralrat so nicht einfach weitermachen. Kann der Staat auch nicht so einfach mit dem Zentralrat weitermachen. Also sollte das Verbot wirklich in Kraft treten, sollte man sich dazu durchringen, das zu tun, wird der Zentralrat natürlich die Konsequenzen ziehen müssen. Und wenn er das nicht tut, danke, dann wird man sehen. Aber wenn er das tut, dann wird man eben auch sehen. Ja, danke. Lieber Tanju, ich will mich um die Antwort, die wir ja auch schon seit mehreren Wochen und Monaten miteinander ausfechten, gar nicht drum herum drücken. Punkt 1, ja, ich bin für das Verbot der Ökücü.
der Grauen Wölfe. Das ist bei mir eine Abwägung der Gefährlichkeit. Das ist im Übrigen keine Frage des Islamismus, finde ich, es ist eine Frage des Nationalismus. Und dort würde ich es auch viel stärker in die Richtung lenken wollen, wenn wir über das Verbot von Ökoci reden, dass wir da nicht zwei Sachen miteinander vermischen, die nur bedingt was miteinander zu tun, aus meiner Sicht zu tun haben. Zum Thema Zentralrat der Muslime ist ja auch schon eine längere Debatte zwischen uns und ich verstehe auch die schweren Bedenken von dir. Ich glaube auch, dass der Zentralrat der Muslime sich von nationalistischem Gedankengut, das auch Teile seiner Vorstandsmitglieder vertreten, ganz klar distanzieren muss. Allerdings glaube ich, dass wir wenig weiterkommen bei der Frage von Gesprächsabbrüchen, genauso wenig wie wir im Übrigen, das glaube ich auch, die Frage des Verbots der Grauen Wölfe, nur eines von, und noch nicht mal, ich finde, der entscheidende Punkt ist, bei der Frage der Bekämpfung von rechten, autoritären Strömungen dieser Art, sondern die viel entscheidenden Fragen sind aus meiner Sicht doch eben die, die ich vorher benannt habe. Wie schaffen wir es, eine fortschrittliche Gegenkultur innerhalb gerade auch dieser Communities aufzubauen? Und ich sage mal so, ich habe in einem Viertel gewohnt, in der der Verweis darauf, dass man mit denen nicht reden würde, überhaupt nichts bringt. So, also kann man machen, so, aber hat überhaupt nichts außer die Selbstbestätigung zum Ziel. Ich will das nur damit sagen, dass sozusagen wir sollten uns an den Punkten festhaken, an denen wir auch selber politische Geländegewinne erzielen können. Ich glaube, das Verbot der Grauen Wölfe, Ökocis, ist relativ nachgelagert zu den viel schwierigeren Problemen, nämlich wie kommen wir dazu, eine progressive, fortschrittliche, demokratiebejahende politische Kultur zu etablieren, die zu fördern, die massiv auch finanziell durchaus zu unterstützen, auch sozusagen fortschrittliche feministische, ähnliche Positionen zu unterstützen. Ich bringe immer wieder das Beispiel vom Mädchenfußball. Das hat meines Erachtens viel mehr geholfen als jedes Verbot irgendeiner Truppenteils. Und natürlich kommen da auch Leute aus Millgörisch dahin. Ja, und das ist das Problem. Was machen wir dann? Können wir die rausschmeißen? Bringt auch nichts, sondern wir müssen mit den Leuten reden und eine andere politische Alltagskultur auch erzielen. Das ist meine Position dazu. Ich gebe gern zu, dass ich nicht so viele Kenntnisse der türkischen Geschichte habe wie du. Und ich weiß auch, dass da sozusagen noch viel. Ja, aber das ist sozusagen erstmal das, was sozusagen aus meiner politischen und persönlichen Anschauung da meine Meinung ist. Tanjo. Na, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. So, dann sage ich mal danke dir, Tanjo, auch für diesen kontroversen Beitrag. Da hat die Diskussion ja hier nochmal gut belebt. Also, ihr müsst es jetzt entscheiden. Also, auf Facebook gibt es durchaus noch ein paar Kommentare. Auch hier gibt es noch Kommentare. Aber unsere Zeit ist auch deutlich drüber. Ob wir jetzt nochmal eine Runde drehen oder ob wir... Also, noch eine Runde drehen und dann den Rucksack. Okay. Dann würde ich jetzt mal erstmal hier bei Zoom ins F&A schauen, denn da waren wir noch nicht. Nennt er sich hier, fragt, kann man den Islamismus nicht besser Dschihadismus als Religionsfaschismus bezeichnen? Also die Frage der treffenderen Bezeichnung Dschihadismus oder Religionsfaschismus, das wäre vielleicht schon die erste Frage. Paul Schwendrath schreibt, du sagtest, dass auch Nicht-Muslime den Unterschied zwischen Islamismus und Islam vermehrt deutlich machen sollen. Welche Maßnahmen schlägst du für Nicht-Muslimen vor? Gut, und dann noch eine Frage zu den Grauen Wölfen, aber die hatten wir, glaube ich, eben schon mal ausgiebig gehabt. Deswegen würde ich das erstmal auf diesen beiden konzentrieren. Vielleicht noch eine dritte, schaue ich mal ganz kurz, ob ich noch was in Facebook finde. Da geht es auch nochmal, links steht für alles, was der Islamismus angreift, aber die Linken sind zu leise und zu wenig sichtbar in der Adressierung des Themas leider. Also das ist nochmal die Frage, die auch die Eingangsfrage eigentlich, ist die politische Linke zu leise? Genau, also diese drei Aspekte, Bezeichnung, Dschihadismus, Religionsfaschismus, wie auch Nichtmuslime sozusagen, welche Maßnahmen die machen können und die politische Linke und ihre
Sicht und Sichtbarkeit, das sind die drei Aspekte. Damit so entlasse ich euch jetzt mal in die letzte Runde. Als ob die politische Linke zu leise ist, das habe ich ja gerade, glaube ich, zu Genüge dargestellt. Ich würde sagen, nein, wen das noch näher interessiert, den möchte ich jetzt doch im Sinne der Eigenwerbung ein wenig auf meine Kolumne, die ich bei dir online jeden Donnerstag schreibe, verweisen. Da kann man die Texte nachlesen. Da habe ich das wirklich in epischer Breite aufgeschrieben, warum ich meine, dass die politische Linke nicht zu leise ist. Die Bezeichnung, ich weiß, dass sehr, sehr viele unglücklich sind mit der Bezeichnung Islamismus. Und ich kann das ein Stück weit natürlich auch nachvollziehen. Ich bin selbst Muslim und es nervt natürlich, wenn man immer wieder anfangen muss zu erklären, Islam und Islamismus ist nicht das Gleiche. Aber gleichzeitig muss man auch diese Schutzbehauptung zurücknehmen, dass der Islamismus nichts mit dem Islam zu tun hat. Das ist eine Schutzbehauptung. Ich weiß schon, warum Muslime das tun und trotzdem, es geht nicht. Stimmt ja so nicht ganz. Und trotzdem, ich bin ja durchaus bereit, auch selbstkritisch bereit, diesen Begriff zu überdenken, weil ich benutze ihn auch. Für mich ist es ein Arbeitsbegriff, ist eine politische Ideologie, ist es klar, was damit gemeint ist, finde ich. Aber ich nehme zumindest zur Kenntnis, dass sich einige dadurch vielleicht verletzt fühlen oder irritiert fühlen oder auch falsch informiert fühlen. Dschihadismus ist natürlich ein guter Begriff dafür. Man könnte es auch, und das schreibe ich auch in einigen Texten inzwischen, ich verwende den Begriff parallel zum Islamismus, würde ich tatsächlich Dschihadismus nehmen. Religionsextremistischer, ich weiß nicht, was mal da noch war, das finde ich zu unpräzise, weil dann der Bezug zum Islam offen bleibt. So würde ich übergeordnet formulieren, aber nicht, wenn ich quasi islamistischen Terror, dschihadistischen Terror oder Islamismus meine. Also Dschihadismus ist, glaube ich, ein ganz gutes Äquivalent dazu. Ja, wir können es nicht Muslime anstellen oder Andersgläubige anstellen, den Unterschied zwischen Islam und Islamismus klar zu machen. Ich glaube, das geht nur über Kommunikation tatsächlich, über Sprechen. Denn wie beeinflussen wir einen Diskurs? Ein großer Teil natürlich funktioniert über unsere Medien, ist doch klar, dass Medien und der Auftrag vor allen Dingen an Medienschaffende geht, diesen Unterschied immer deutlicher zu machen oder immer deutlich zu machen, wenn wir über den Islamismus berichten, weil wieder gerade irgendwas Fürchterliches passiert ist auf dieser Welt, deutlich aber auch zu sagen, das hat nichts mit normalgläubigen Muslimen zu tun, die im Übrigen, denken wir mal an den IS, die größte Opferzahl ausmachte. Also die meisten Opfer von Islamisten sind Muslime selbst, leider. Also insofern auch da zu glauben, da gäbe es eine Verbrüderung im Geiste zwischen Muslimen und Islamisten, tut mir leid, aber das ist auch ein Narrativ, was so nicht stimmt. Ja, und was können wir sonst tun? Wie können wir den Diskurs beeinflussen? Ich hatte ja schon gesagt, Medien, aber eben auch der politische Diskurs. Also Politikerinnen und Politiker müssten und sollten darauf immer wieder hinweisen. Und wenn ich habe mir die Reden von Macron und auch von Herrn Kurz sehr genau angehört. Und sie haben ja beide interessanterweise, anders als vorher immer, sehr deutlich gemacht, dass es kein Kampf und keine Auseinandersetzung gegen Muslime an sich ist. Darum ging es überhaupt nicht, sondern es geht um gewaltbereiten islamistischen Terror. Darum geht es. Das haben die beiden nochmal wirklich explizit so formuliert, wo ich gedacht habe, oh, man hat dazugelernt und man versteht auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Differenzierung an der Stelle auch vorzunehmen. Ich sage ja, nichts ärgert einen Islamisten mehr, als wenn man ihm erklärt, Moment mal, du bist für mich kein gemäßigter Muslim oder ein normaler Muslim. Du bist für mich ein Terrorist, der den Islam gerne benutzt oder sich Muslim nennt oder wie auch immer, aber davon trenne ich bewusst alle anderen Muslime. Das ärgert ihn oder sie am allermeisten. Und deshalb sollten wir genau da rein. Und das haben offensichtlich ja auch Politikerinnen und Politiker, zumindest einige, verstanden. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal stärker kommunizieren. Und dann, ja, wäre es natürlich, glaube ich, sehr gut, wenn man das noch mal auf dem Schirm hat, dass Islamfeindlichkeit und Islamismus leider einander bedingen in gewisser Weise. Und dass man da, wo es möglich ist, Islamfeindlichkeit stärker ächtet und auch sagt, Moment mal, das ist eigentlich islamfeindlich. Ja? Also wenn mir beispielsweise dauernd gesagt wird, oh Frau Karo, für eine Muslimin sprechen Sie aber gut Deutsch, dann ist das eigentlich islamfeindlich. Und nicht eigentlich, es ist islamfeindlich. Es ist rassistisch und islamfeindlich. Und das einerseits deutlich zu machen und dann auch das öffentlich zu ächten in unserem Alltag, in unserer Umgebung, in unserer aller Umgebung und gleichzeitig eben den Islamismus eben als das zu benennen, was er ist. Eine politische Ideologie, die jeden hier bedroht oder bedrohen kann. In der Theorie und offensichtlich ja auch in der Praxis. Ich glaube, das wären schon ganz gute Strategien. Herr Schindler, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch noch eine Position haben, wahrscheinlich. Ja,
Ich teile jedenfalls die Position, dass Islamfeindlichkeit und Islamismus zwei siamesische Zwillinge sind. Und ich glaube, ohne diese Erkenntnis wird man den politischen Islamismus ebenso wenig bekämpfen können, wie im Übrigen ihr Gegenbild, das ist die AfD. Und ja. Ich finde, es ist kein Zufall, dass es sozusagen beide politischen Phänomene in der Bundesrepublik und nicht nur da gibt. Wir denken an Frankreich, wir denken an Österreich und so weiter. Es ist im Übrigen auch kein Zufall, dass es in anderen nicht-europäischen Ländern sozusagen ähnliche Tendenzen in sowohl die eine wie die andere Richtung gibt. Und ich glaube, dass wir natürlich als politische Demokratinnen und Demokraten, als Linke, als Grüne, als was auch immer wer, jedenfalls als welche, die sich sozusagen den Zielen von Demokratie, Gleichberechtigung, aber auch Bürgerrechten und Freiheit verschrieben haben, dass diejenigen in der Bringschuld sind, nachzuweisen, dass die Religionen, und das sage ich als ziemlich überzeugter Atheist, die Religionen einerseits zu uns gehören, Privatsache sind und wir nur dann die Religion auch sozusagen in ihrer Freiheit gleich sein lassen können, wenn wir sie nebeneinander bestehen lassen. Also weder sollten wir eine Staatsreligion haben, noch sollten wir keine Staatsreligion haben. Also es wird nicht möglich sein, sozusagen, dass alle an nichts glauben, ebenso wenig können wir die Religionsfreiheit eben beschränken. Und vor dem Hintergrund wird es dazu führen, dass wir, wenn wir den Nachweis erbringen, der Islamismus sich ebenso wie die Islamfeindlichkeit erledigen dürfte. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und den zweiten Punkt, der mir wirklich extrem wichtig ist, ist die Frage der sozialen Gleichheit, die damit verbunden ist. Denn es ist eben auch eine reaktionäre Reaktion auf die tatsächlich bestehende, ich habe hier ein paar Beispiele genannt, wie viele Bundestagsabgeordnete gibt es, die Muslime sind, wie viele Schulen gibt es, die sozusagen in benachteiligten Gebieten sind, bei denen diese jetzt gerade beschriebenen Vorkommnisse sind und so weiter und so fort. Und was hat das mit sozialer Ausgrenzung, mit beengten Wohnverhältnissen, mit ähnlichen Dingen zu tun? Und aber auch sozusagen die rechtliche Ungleichbehandlung eben in der Frage der Staatsangehörigkeit, in anderen bestimmten Rechten, die Ihnen hier vorenthalten werden. Das führt zu einer reaktionären Rückbesinnung auf Dinge, die wir nicht haben wollen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, den Islamismus zu bekämpfen. Das aus meiner Sicht. Wir sind in der letzten Runde. Ich würde Frau Cador noch mal die Gelegenheit geben, noch mal ein paar Punkte zu sagen, die aus ihrer Sicht wichtig sind und dann ankündigen, was wir nächste Woche machen. Ja, was ist noch wichtig in dem Kontext? Ich glaube, ich habe das Allerwichtigste genannt. Also mir wäre es klar, es ist natürlich ein Anliegen, ein Stück weit nicht in diese Falle hineinzutappen, diese Angstmacherei, gerade auch der AfD, denn das ist ja ein wesentliches Merkmal auch der Inhalte der Partei, gegen Muslime, gegen Einwanderung von Musliminnen und Muslime zu sein, also den Islam eigentlich im Grunde genommen zu verteufeln, zu diskreditieren, da nicht sich zu stark Angst machen zu lassen. Es ist natürlich eine Falle und leider tappen viele in diese Falle, weil es ja auch relativ schön einfach ist, weil es ein einfaches Feindbild ist, weil man, ja, weiß ich nicht, im Grunde genommen ja, auch einen Diskurs hat, der seit den letzten 20 Jahren sehr in diese Richtung geht. Ja? Also schauen wir uns doch mal den Diskurs an. So erleben wir beinahe fast täglich irgendwelche durchgeknallten Muslime und Muslime, die irgendwo auf der Welt irgendwas ganz Fürchterliches tun und fangen dann an, Angst vor unseren Nachbarn, Arbeitskolleginnen oder weiß ich nicht, wen auch immer zu haben. Und das da ein bisschen mehr gegenzuhalten und darüber mal nachzudenken, und das auch vielleicht mit der Realität einfach abzugleichen und zu merken, nee, ja, die Realität scheint ja dann nicht ganz so zu sein. Da will ich für plädieren, denn wir haben zu viele Kräfte in diesem Land inzwischen, die nicht nur gegen Muslime sind. Also wir erleben ja diese Dynamik und diese sogenannten Fake News ja überall. Ob es jetzt im Bereich Corona ist, da haben wir ganz ähnliche Mechanismen, die sich über die sozialen Medien ausbreiten. Wir haben die Panik- und Angstmacher, die eben ganz ähnliche Mechanismen und Sachen auch versuchen, Menschengruppen irgendwie zu mobilisieren. Wir haben das im Bereich Einwanderung, wir haben das im Bereich Migration, wir haben das damals bei der Euro-Krise gehabt. Das,
da mal mehr den Mechanismus zu erkennen und auch zu und auch noch mal genauer zu hinterfragen, ob das wirklich so ist, und dann vielleicht nicht immer nur Muslime zu fragen, sondern diejenigen, der diesen Schwachsinn erzählt und die Welt ganz einfach erklärt in Schwarz und Weiß, und die Welt ist in Wirklichkeit so und so, und ganz einfach zu verstehen. Ja, vor diesen, ich sage jetzt mal bewusst, Verführern möchte ich warnen, denn von denen haben wir im Moment komischerweise sehr, sehr viele. Also egal an welcher Front ich sehe, ob es jetzt wirklich Corona, USA oder egal wo es, wir erleben diese Form von ja, Populismus, diesen gefährlichen Populismus überall, und da mal mehr gegenzuhalten und auch, ich sag ja, und auch wenn es nur ein Satz ist, und zu sagen, das sehe ich anders, ich sehe es schlichtweg anders, ist schon mal ein Schritt. Ich sehe es anders, ein gutes Schlusswort von Frau Kador. In diesem Sinne, was machen wir nächste Woche? Wir machen keinen Web-Talk. Nächste Woche ist frei, aber am übernächsten Donnerstag geht es weiter mit einem anderen Thema, das jetzt noch nicht verraten wird, am 3.12. Ansonsten von mir, ich sehe es anders, ist wichtig. Glaubt, was ihr wollt, bitte privat. Und der Staat ist dafür da, dass das alle auch so tun können, solange sie keinen anderen damit schädigen. Das ist der Sinn eines religionsneutralen Staates. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir das auch weiter so halten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Web-Talk. Bis dahin, bleibt gesund und schönen Abend. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.